Spondylose beim Hund. Was ist eine Spondylose? Man spricht von einer Spondylose, wenn hier unterhalb der Wirbelsäule von Wirbelkörper zu Wirbelkörper sich so eine Art Spangen bilden, also atrotische Veränderungen der Wirbelsäule, das nennt man Spondylose. Und zwar ist das zum einen hier unterhalb der Wirbelsäule, da liegt auch ein sehr festes, unelastisches Band und das kann verknöchern. Zum anderen spricht man auch von einer Spondylose, wenn hier seitlich es zu diesen Arthrose-Veränderungen kommt. Und zwar treten hier seitlich die Spinalnerven, also die Nerven aus dem Rückenmark, heraus. Und wenn es da zu Beeinträchtigungen, zu Verengungen, Quetschungen kommt, ist das natürlich sehr schmerzhaft. Also die Nerven werden gequetscht. Das heißt, es tut weh und zum anderen kann das auch natürlich zu Bewegungseinschränkungen bis hin zu Lähmungserscheinungen führen. Eine Spondylose tritt am häufigsten im Lendenwirbelbereich auf, aber sie kann auch im Halsbereich oder auch im Brustwirbelbereich auftreten. Ganz klassisch ist auch, dass im Übergangsbereich von der Lendenwirbelsäule zur Brustwirbelsäule so eine Spangenbildung auftritt oder eben auch im Übergangsbereich von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein. Also hier nochmal zur Verdeutlichung, dieser Bereich ist der Lendenwirbelbereich. Dahinter im Hüftbereich liegen die Kreuzwirbel, klar, Schwanzwirbel ist klar, Brustwirbel in dem Bereich, wo die Rippen sind und Halsbereich, Halswirbelsäule dürfte auch klar sein. Hat nun der Hund ein Problem mit seinem Hüftgelenk? Ist es unangenehm, das Hüftgelenk zu benutzen, zu bewegen, dann wird er natürlich diese Bewegung weitestgehend einschränken. Aber irgendwie muss der Hund ja nach vorne kommen. Die Beine müssen sich ja irgendwie nach vorne bewegen. Also kommt dann die Bewegung aus der Wirbelsäule. Ist also dann so ein Hüftschwung, kann man sagen, à la Marilyn Monroe. Ja, dann sagt sich der Körper, das kann es ja so irgendwie nicht sein, da ist viel zu viel Bewegung, also muss ich da mal ein bisschen gegenwirken und fängt an, hier die Wirbelsäule zu stabilisieren. Und es gibt Rassen, die neigen zu dieser Erkrankung, sodass es durchaus Hunde gibt, die haben mit einem oder mit 2 Jahren schon eine komplett durchbaute Wirbelsäule. Dann haben sie also diese Spangen wirklich von Wirbelkörper zu Wirbelkörper gebildet. Wobei eine Sache hier noch, diese Knochenzubildungen, die laufen dann ja oft aufeinander zu. Und das heißt, dass das extrem schmerzhaft werden kann. Denn da, wo Knochen auf Knochen reibt, das tut einfach wahnsinnig weh. Empfehlenswert ist auf jeden Fall, suchen Sie bitte auch einen Tierheilpraktiker auf, nicht nur zum Tierarzt, bitte auch zum Tierheilpraktiker, zu einem guten Tierheilpraktiker und in Kombination am besten mit einem Hundephysiotherapeuten. Hier jetzt nochmal von nahem, das ist ein Wirbelkörper. Und diese Zwischenbereiche, da befinden sich die Bandscheiben. Hier das sind, ist das Kreuzbein, Kreuzbeinwirbel. Dann ab hier Lendenwirbel. Dann haben wir hier die Brustwirbel. Und letztendlich kommen die Halswirbel.